Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Sevita Let's Player. Wir fahren heute die Halloween-Linie oder den Halloween oder das Halloween-Shuttle, der Halloween-Shuttle, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ja, wir sind hier auf Bad Hügelsdorf, seit langem mal wieder unterwegs. Es ist am 31. Chrono-Event. Ich habe es jetzt, na klar, schon den 31. gemacht. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Ich denke aber am 30., 31. ungefähr. Wir fahren ungefähr 36 Minuten. Wir fahren hier mit einem MAN A20, war das, glaube ich, Euro 5 Überland-Version. Ja. Startzeit ist 0 Uhr. Ja, ihr seht, wie viel hier los ist in Bad Hügelsdorf. Gerade OMSI-Dingens. Ja, ich würde sagen, wir starten den Motor. Wir müssen von Steig 2 abfahren. Der ist hier irgendwo. Wir rüsten aber mal auf das Ding hier. Ja, so, wir fahren heute auch wieder mit Lenkrad. Ich habe mir einen G27 gegönnt. Ja, so, Fahrersitz muss ich eben auch mal einstellen. Ja, bisschen den hier machen. Das passt schon so. So. Ja, so sollte das passen. So, alles klar. 3 Minuten haben wir noch. Dann können wir ja mal eben kurz auf den Fahrplan hier gucken. Um sie wieder ein bisschen laggy laggy. Ja, Hauptbahnhof und zum Betriebshof geht diese Fahrt. Also ungefähr, wie ihr seht, 36 Minuten sollte ja zu schaffen sein. So, Waldeck, ich muss auch gleich mal gucken, wo wir hier rausfahren. Whatever. So, wir legen den Rückwärtsgang mal ein und machen hier mal die zweite Stufe, ja. OMSI ist heute wieder sehr laggy. Man kennt das Programm, ne? Man das Programm, den Simulator, ne? Ja. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz noch hinten hier. Ja, da wo wir am besten nichts mehr sehen. Steig 2 müssen wir abfahren. Der ist hier hinter Steig 4. Ja, mitnehmen möchte ich hier jetzt nix am besten. Ist auch doof gemacht, dass der Spawnplatz hier vorne ist, aber was soll ich machen? Kann ich machen nix, ne? So, dann fahren wir mal nach vorne. Sounds wurden auch welche dazu gepackt. Ihr hört's, hier sind Gespenster und sonstiges unterwegs. Mann, 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 Mann. Das ist hier, ja. Mal was Schönes, ne? Mal was anderes. Chrono-Event-Tag des Vaters. So. Guten Abend. Ja, guten Morgen ja eigentlich schon. Ja gut, in 2 Minuten erst in OMSI hier, ne? Ja, ihr hört diese Sounds. Abend. Komisch. Gespenster steigen aber nicht ein, anscheinend. Ja, würde mich auch wundern. Wieso, weswegen, ne? Ja. So. Komisch, ich krieg hier gerade auf dem Handy alte Nachrichten angezeigt, die ich schon Achbach gelesen habe. Naja. So. Was fährt denn da für ein Bus? Oh, OMSI ist echt wieder laggy, gerade am Abend. Oh ja, schöner Euro 5er C2. Ja, genau, Fahrkartenverkauf haben wir nicht. Das wird hier auch nicht angezeigt. So, 1 Minute haben wir noch. Ja, der Bus heizt sich auch die nach auf. Gut, Dachluken können wir hier nicht aufmachen, oder was? Oder wie, oh, wow. Achso, wir haben auch eine Klimaanlage, okay. Ja. Lassen wir das einfach mal hier. So, dann machen wir die Schotten dicht und fahren mal aus dem Hauptbahnhof. Ich denke mal nach
rechts, ja. Da muss ich mal. Leitstelle für Wagen 507. Leitstelle hört. Mein Bus macht seit ca. 5 Minuten eigenartige Geräusche. Hört sich an wie ein Schleifen. Wagen 507. Die Fahrt bitte an der nächsten Haltestelle unterbrechen. Wir schicken ein Werkstattwagen. So, was heißt denn hier 1 und 2? Nicht, dass wir jetzt hier falsch fahren. 1 und 2. Muss ich eben mal hier gucken. Ja, das ist ein bisschen schlecht zu übersehen jetzt hier gerade. Waldeck ist die nächste Haltestelle. Da muss ich einmal ein Stück nach vorne. Ja, da sind wir. Hier kommt die nächste Haltestelle. Da muss ich selber eben mal gucken. Ach du Scheiße. Das sind Sounds, ey. So, ich hoffe, Omsi springt hier nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob das Halloween Shuttle oder der Halloween Shuttle hier hält. Oder hier hinten irgendwo. Naja, wir fahren erstmal nach links, würde ich sagen. Das werden wir ja schon merken. Dino Park. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach links. Vielleicht kreuzen wir hier auch nochmal und fahren hier irgendwie. Ja. Das kann ja durchaus sein. So, ja. Haben wir gleich wieder ein bisschen Verspätung hier. Das ist na klar nicht so gut, aber naja, was soll man machen, ne? So ist das leider. So, wir fahren hier geradeaus weiter. Wir kriegen gleich Verspätung zu 100%. Also wir fahren jetzt erstmal, glaube ich, hierher. Und drehen dann irgendwo, denke ich. Ich glaube schon. Irgendwie so wird das wohl sein. So, Waldeck zeigt er mir hier immer noch an. Ansagen haben wir hier leider anscheinend nicht. Aber gut, dann ist das so. Dann kann man da nichts machen. So, es ist mal wieder richtig genial mit Lenkrad zu fahren. Auch mal wieder was anderes. Ich kann mich, glaube ich, heute nicht hier so auf Omsi Navigation verlassen. Hab ich, oder bin ich der Meinung. So, das zeigt jetzt hier links Querfeld ein. Na gut, wir fahren einfach mal geradeaus und gucken. Ach so. Und gucken, was uns hier hervorsteht. Ja, man sieht ja hier gar nichts. Das ist ja schön und gut, aber wenn man halt gar nichts sieht, dann sieht man halt gar nichts. So ein bisschen mau, das Licht in Omsi. Die Lichtverhältnisse. So, wir kriegen schon Verspätung, das ist gar nicht gut. Vielleicht sind wir auch in die falsche Richtung gefahren. Hermes fährt hier auf den Sonntag, okay, oder auf den Montag, Feiertag. Naja. So. Ich glaube, viele fahren hier die Halloween-Linie. Wieso fährt denn der vorne ohne Licht? Auch gut. Das ist na klar nicht so schön. Naja, der ist halt lebensmüde. Es gibt doch so viele, die mit Tagfahrlicht fahren, leider. Aber naja. Von ihrem Herumgekurbel wird mir ganz schlecht. Das tut mir leid, der Herr. So, wir fahren hier links. Genau, da fährt auch noch ein Bus raus. So, dann geben wir Gas hier. 80. Aber komischerweise kommt hier halt keine Haltestelle. Das ist so ein bisschen, naja.
Mal, hier sind überall Kürbisse. Ups. Man sollte sich auch auf die Fahrbahn konzentrieren, denke ich. Ah, da ist Waldeck. Also sind wir doch richtig. Das freut mir, das freut mir. Man weiß ja nie, ne? Das ist das Ding. So, Waldeck haben wir gleich erreicht. Die Haltestellen sind aber richtig, richtig, auseinandergelegen, ne? So. Aber man holt doch an Verspätung hier noch raus. Das ist doch schön und gut. So. Der Money. Oha, das ist ja echt blöd. Mach dir nichts draus. So. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier keine Ansagen haben, aber gut. Das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Viel verändert hat sich ja irgendwie nicht an der Karte, nur ein paar Kürbisse und ein bisschen spooky, spooky. Ich glaube, hier passiert nichts mehr Tolles. Na gut, es ist auch nur ein Shuttle, ne? Von daher sollte man sich da ja auch nichts einfallen lassen, ne? Oder nichts bei denken. So. Guten Tag. Guten Tag, moin moin. Jetzt kommen die Haltestellen Schlag auf Schlag anscheinend. Oh ja, komm, fahr vorbei. So. Leider sieht man hier halt nicht so viel, da es alles dunkel ist und der Herr da vorne, der fährt mal wieder ohne Licht. Naja, so ist das anscheinend. So muss das. 70. Gucken wir mal hier. Eine Haltestelle mal vorschalten hier. Die Geräusche, die lenken mich voll ab hier. Kommen hier voll aus dem Konzept. Aber gut, man kennt es, ne? So. Eigentlich wollte ich hier mit dem Setra S415, glaube ich, fahren. Aber ich habe keine Lust auf das Geschalte. Muss ich ehrlich sagen. Ach, hier will gar keiner. Ach nee, ist nicht unsere Haltestelle. Okay, okay. Verstehe ich. Nee. So, 70 ist hier noch. Wir fahren hier aber trotzdem ein bisschen langsamer um die Kurven. Naja gut, hier kann man ein bisschen Gas geben. Ich glaube, der auf der Minimap, der will irgendwie ein Rennen. Habe ich das Gefühl. Aber gut. Die Haltestelle kenne ich auch noch aus dem Linienpack, wollte ich gerade sagen. Nee. Von einer normalen Linie, glaube ich, her. Wenn ich mich recht erinnere. So. Das passt alles. Manni, was machst du da? Ihr seid zu fett zu zweit dadurch. Gibt's doch zu. Guten Tag. Moin. So. Und dann haben wir eine Abfahrt. Dann wollen wir rechts raus. Da ist frei, das freut mich.
dann können wir weiter. So. Ja, würde hier ein bisschen spooky noch kommen. Ja, ich mache mich hier heute wieder zum Clown, habe ich das Gefühl. Aber gut, so ist das manchmal. Aber Halloween, na gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Halloween feiert oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Oh ja, sorry. Sorry, dass die Kurve doch ein bisschen strenger war. Dann bremse ich jetzt extra für euch. Ihr seid doch hier auf dem Halloween-Shuttle. Also. Da muss doch ein bisschen wie eine Geisterbahn hier sein, ne? Mann. So. Das ist unsere Haltestelle? Nee. Da fahren wir weiter. Alles okay, da kommt eine Kurve. Lassen wir mal ausrollen, das Ding. Ich glaube, Verspätung, die kriegen wir hier sowieso nicht mehr rein, weil es einfach ein Shuttle ist. Ne, 1,6, gut, es wird auch ein bisschen mehr, aber geht. Der Bus, der beschleunigt aber ganz gut. 100 gleich. 100 jetzt. Vielleicht kriegen wir doch ein bisschen Verspätung noch aufgeholt. Ah, hier drehen wir. Okay. Also ist das hier unsere Haltestelle? Ja. Nee, doch nicht. Nee, wir fahren weiter. Turnaround. So, also holen wir die ganzen Leute von überall ab und bringen sie dann zum Betriebshof oder Nähe Betriebshof. Ich verstehe. Okay. Oh, der Bus gibt alleine Gas. Okay. Bordflughafen. Halten wir jedoch. Nee. Irgendwie nicht. Leitstelle ruft Wagen 503. Sportflughafen Dino Park halten wir auch noch. Und dann Hauptbahnhof Steig 5 nochmal. Okay, dann ist nächste Haltestelle. Waldeck. Nochmal zum zweiten Mal. Wir haben denn die Wölfe heute abgespielt? Da müssen wir hier gar nicht halten. Mann, ich wusste gar nicht, dass der Überlandkarren hier 100 schafft. Das ist gerade auch bewundernswert. Dann holen wir diesen Black Teddy auch noch ein, glaube ich. Der fährt mit irgendwas anderem. Naja. Was sind das denn hier auf dem Boden gewesen? Ach so, vom Flugplatz bestimmt. Ja, gefühlt fahre ich gerade ein Rennen mit dem. Aber gut. So, hier ein bisschen bremsen. Da wollen wir doch noch etwas von der Zeit aufholen, denke ich. Ah, beschweren Sie sich? Nee. Alles okay. So, 70, Achtung, Rehe. Mir fällt gerade so auf, wir fahren ganz schön oft jetzt in der Nacht hier rum, ne? Gut, hier halten wir auch wieder. So. Gut, 1,5 kann man noch so gerade über sich ergehen lassen, ne? Oder 1,2 jetzt. Mann, momentan. So. Dann geht's hier weiter. Ich weiß nicht, wo die Ansagen geblieben sind. Die fehlen mir gerade so ein bisschen. Aber gut. Boah, diese. Weiß ich nicht. Das kommt auch aus dem Nix, ne?
Dann haben wir hier wieder einen Kürbis. Drei Kürbis. Drei, vier Kürbis. Der Kürbis. Das Kürbis. So. Ihr könnt mir auch gerne, fällt mir gerade ein, in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne sehen wollt, auf welcher Map. Sollen wir erstmal auf Bad Hügelsdorf bleiben? Frage an euch. Oder sollen wir die Karte nochmal switchen auf Städtedreieck? Weiß nicht, in Bad Hügelsdorf hat sich ja... Oh ja, sorry. Weil die Karte Bad Hügelsdorf hat ja jetzt doch etwas mehr rausgebracht, ne? Ich weiß, dass es da mehrere Updates, glaube ich, gab. Momentan. Oder in den Zeitraum. I don't know. Boah, das hört sich an. Mann, Mann, Mann. Steht da vorne auch Halloween Shuttle drauf? Ja, Halloween Linie. So, da vorne halten wir auch wieder. Wiedmann. Irgendwas. Shell. Naja. So. 2 Minuten Verspätung. Ich weiß zwar nicht warum. Oh, gut. Hier müssen wir nicht halten. Hier kommen wir direkt durch. Da ist frei, hier ist frei. Alles gut. So, Waldeck. Man kennt es. Jetzt müssen wir hier mal wieder was für die Lunge tun. Man kennt es. Aber nicht hier in den Graben fahren. So, können wir hier auch Fernlicht ausmachen. Und einmal am Waldeck halten. Können wir hier den einmal abnielen. Hallo. Moin. Hallo. Und dann Abfahrt. So, alles frei, ja gut. Wer fährt denn noch in der Nacht noch rum, ne? Fällt mir gerade so ein. Können wir hier ein schönes Thumbnail machen, eben mal? Mit einem Kürbis drauf. Das schaffen. Oh. Schaffen wir das hier? So. Wieso fährt der Bus jetzt nicht? Wieso ist die hintere Tür auf? Weiß nicht, wieso man so viel Verspätung. Ich glaube, ich mach mal. Einmal kurz das Dingens aus. So. Dann geht's jetzt auch weiter. Funk habe ich ausgemacht. Den brauchen wir hier, glaube ich, nicht auf den Halloween Shuttle. So. Ja gut, wir haben 3 Minuten Verspätung, aber das kommt auch, glaube ich, von der Entfernung der Haltestellen. Das wird sich ändern. Seht ihr? Ups. Einmal kurz drauf geachtet, fährt man hier in den Graben. Dann fressen uns die Raben. So, da ist frei. Bis der kommt, sind wir schon in Bagdad. Oh ja, sorry. Straffen Fahrplan auf dem Shuttlebus. Naja, man weiß ja nicht, ne? Kann man das so eng sehen? Ja, weiß ich nicht, ne? So eine Sache. Muss man das so eng sehen? Gerade auch Schienenersatzverkehr.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, echt nicht. Da fällt mir auch nichts so ein. So, wir fahren links, also wir fahren wieder Richtung Hauptbahnhof. Ah, nee. Nee, 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 nee. Ja, doch, wir müssen ja Richtung Hauptbahnhof sowieso fahren. Also, fahren wir geradeaus oder doch links? Links, ja. So. Wo ist denn die Ampel hier? Da ist sie doch. Leider mir die Haltestellenbremse noch nicht belegt. Also muss ich die Tür ausnutzen. So, wieso ist denn die Ampel hier überhaupt noch an in der Nacht? Das verstehe ich nicht. Mann, 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 Mann. So. Mach aber auch. So. Na, hörst du wohl. So. Was ist denn die nächste Haltestelle? Dino Park? Nee, Gewerbegebiet. Okay. Also wir fahren wieder in die City. Wir fahren wieder in die City. Da möchte aber wer aussteigen. Immerhin etwas. So. 0.20 Uhr. Ich verstehe nicht, wieso Halloween am 31. ist und der 31. ist ein Feiertag. Dann würde ich doch den Dienstag auch noch einen Feiertag machen. Oder nicht? Damit die Kinder ordentlich Bonbons sammeln können. Naja. So gesagt, letzter Ferientag für die Schulkinder, ne? In Niedersachsen. Ist auch so eine Sache. So, Fernlicht können wir wieder ausmachen. Und eine rote Ampel haben wir. Oh ja, hier ist das auch gut geschmückt. So, ja, rote Ampel, schön. Nützt uns nichts, wenn sie grün wird und wir trotzdem halten müssen. Hallöchen. Moin, moin. 4 Minuten Verspätung. Mann, 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 hier auf diesen Shuttle, da muss man ja heizen wie sonst was. So. Was war das denn? Das war ja irgendwie gerade cringe. Ich fahre mal wieder außerorts anscheinend. Jo. Dino Park wird wohl die nächste Haltestelle sein, wa? Weil die Dinos, die sind ja hier schon. Ey, sagen Sie mal, haben Sie zu viel Eisen gefressen oder was? Was ist denn los mit dir? Dreck. So. Einmal den Dino Park anfahren und wieder rausfahren. Okay. So. Wieso so viel Verspätung? Das muss ich doch hier nicht verstehen, oder? Naja. So, einmal hier rum. Dann gib ihn auch. So.
diese Geräusche. Mann, Mann, Mann. Grüß Gott. Hallo? Moin, moin. So, Dino Park um 18 nach. Ja, schön. Das kriegen wir aber irgendwie nicht hin. Jetzt hier extra nochmal eine Runde, anstatt gleich links zu fahren. Mann, 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 Mann. Kein Wunder, dass die Verspätung hier reinkommt. So. Dann wollen wir doch mal. Oh, schön, dass die Ampel gleich grün wird. So, kurbeln wir uns hier rum. Und fahren dann wieder in die City. Langsam kommen wir uns. Oder langsam kommen wir den Hauptbahnhof auch, glaube ich, wieder nah. Ups. Wie ein besoffener Fahrer hier, ey. So. Fernlicht machen wir mal wieder an, weil sonst sehen wir ja hier gar nichts. Das ist ja schlimm. So. Mal Verspätung können wir nur auch holen, wenn wir wirklich heizen, ne? Wie ihr oben seht. Das ist ganz komisch, aber naja. Der Shuttle ist wohl so. Können Sie mal das hektische Fahren bleiben lassen? Der Shuttle ist wohl nicht so abgestimmt. Gut. Den haben sie, glaube ich, auch einfach so schnell reingepatcht. Denn dieses Update, das war ja auch gar nicht irgendwie in der Steam-Dingens-Beschreibung von den Updates. Ups. Jetzt hätten sie sich beschweren können. So. Aber wieder eine rote Ampel hier. So, Gewerbegebiet nochmal. Mann, 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 Mann. Wir kurbeln uns ja hier auch durch die Gegend. Wie sonst was. So. Ja, bremst du auch. So. Dann nochmal Gewerbegebiet. Moin. Moin. Ja, jetzt kannst du wieder Moin sagen oder morgen. Achso, da wollte noch wer raus. So, 10 Leute. So, dann los. Da ist ein Blitzer. Wieso hat der jetzt gerade geblitzt? Das habe ich nicht verstanden. Naja. So. Bestimmt kriegen wir hier auch noch die 10 Minuten Verspätung. Mann, 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 Mann. Weil wir können ja hier gar nicht heizen. Bei den Kurven. So, ein bisschen Concentration, please, hier. So. Hier können wir doch... Nee, ich wollte gerade sagen, ab hier können wir doch wieder Gas geben. Aber nee, da kommt eine Kreuzung vorne. Naja. So, wir fahren, glaube ich, links hier ab. Er fährt wieder ohne Licht. So. Ah, toll. Man hält. Man hält und es wird grün. Hm, schön, ne? Und da sagt man doch so schön, man soll schön effizient fahren. Wie kann man das denn? Ich glaube, das kann man gar nicht in der Hinsicht dann. So. Sieben Minuten Verspätung hatte ich auch noch nie. In meiner ganzen Karriere mit OMSI hier.
Naja, so ist das leider. So, Haltestelle aber nicht für uns. Haben Sie Lukas YouTube? Den kennt man doch irgendwoher. So. Dann kommen wir zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof Steig 5. Okay. Dann muss ich gleich mal hier am Drucker gucken, wo wir denn überhaupt sind, weil ich glaube, der Drucker hat sich noch nicht so umgestellt, wie wir es gerne hätten. So, dann fahren wir mal wieder in den Hauptbahnhof ein. So, Steig 1. Hier waren wir doch schon. So, Steig 5 ist so rum, also drehen wir nochmal eine Runde hier über den Platz. So. Aber hier möchte ja gar nicht. Gar keiner. Also können wir auch direkt weiterfahren. So. Ups. Upsi-dupsi-dup. So. Dann haben wir, glaube ich, auch gar nicht so viele Haltestellen mehr. Aber wo ist Hauptbahnhof da? Da ist der Hauptbahnhof. So. Hier ist nicht unser Halt. So, Kreisverkehr, wir fahren rüber. So. Gut, dass die Ampel nicht gerade rot geworden ist. Dann hätte ich hier aber Bad Hügelsdorf verflucht. Mann, 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 Mann. Eine 30er-Zone ist hier auch noch. Aber gut, wir halten uns bei 6 Minuten, ne? Es wird auch nicht mehr. So wollen wir das. Der will abbiegen. Ja, komm. So. Das ist auch nicht unser Halt hier, aber wir müssen an der roten Ampel halten. Mann, 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 Mann. Was ist hier bloß los? Ja, jetzt habe ich die Tür doch auch. Na, ja, willst du jetzt zugehen wieder? Mann, Mann, Mann. So. Guck mal, da wird die Ampel da vorne auch grün. Das ist schön. Das ist beautiful, wenn Omsi so schaltet. So. Schweiger-Horter Platz. So, so, so. Das ist aber unser Halt hier. Da möchte sogar wer raus.
Hallo. 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 Moin. Und dann kommen wir direkt weiter. Na, ihr lasst mich doch raus. Das ist nett. Dankeschön. So. Minuten, wir werden etwas aufholen, aber nicht viel. Ich glaube, das ist auch je nach Haltestelle, wie weit die entfernt ist. Das ist eingeplant, aber die roten Ampeln und sonstiges Verkehr ist nicht eingeplant. Schade. Da ist ein Kollege vor uns, der die N7. Womit fährt der? Der fährt mit einem 15 Meter oder was? Nee, auch mit einem Solo. Moin. So. Mal ein bisschen hier Concentration, ne? Bisschen Ruhe genießen. Bisschen das Getriebe genießen. So, was machst du hier? Du bist auch verrückt, ne? Da ist doch ein Zebrastreifen vorne. Mann. Na, um sie schlafen oder was? So. Große Dollenstraße, nächster Halt. Möchte hier überhaupt wer mit raussteigen? Ja, gut. So, weiter geht's. Hier könnte creepige Musik eingeführt werden. Gerade bei dieser Kapelle. Oder bei dieser. Ah, ja. Siehst du? Aber das passt halt gar nicht zusammen irgendwie. Habe ich das Gefühl. So, noch 4 Haltestellen. Da möchte hier keiner rüber, aber ich möchte rüber. So, Busspur ist hier auch verfügbar. Dann nutzen wir die gleich. Viele Autos sind eh nicht mehr unterwegs, also können wir ein bisschen Busspur benutzen, ein bisschen Rennstrecke, wollte ich gerade sagen. Also das ist hier wie eine Rennstrecke, Rallye-Strecke. Mann. So. Können wir ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber leider auch nur ein bisschen. So. Next Stop Königsring. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. So. Abfahrt.
weil sie einen schwachen Fahrplan haben, ist es nicht mal der letzte Henker. Das tut mir leid. Da war die Haltestellenansage. Oder was war das gerade? Das ist die Haltestellenansage. Jetzt verstehe ich. Ah. Um sie nicht abkacken. Zoom. Und Abfahrt. Ja, seht ihr, wir haben ein bisschen Verspätung, das ist das Problem. Also geht die Folge heute auch wieder ein bisschen länger. 46 Minuten haben wir gerade auf dem Tacho. Gut 47 gleich. Also die Haltestellenansage, die ist ja richtig creepy. Endhaltestelle. Und dann noch zum Betriebshof. Ich verstehe. Bitte alle aufsteigen, kommt noch. Oder fehlt noch. So, Malerweg Einrücke. So, da müssten sie ja jetzt alle ausgestiegen sein. Dann können wir das Licht hinten ausmachen. Soweit es geht. Und die hintere Tür einmal schließen. Und dann rücken wir jetzt ein. So, Betriebshof VBBH. So. Betriebshof und dann einmal dort rein. Das packen wir. Betriebshof. So. Zu spät, zu spät, zu spät. Ja, so ist es halt, ne? Wir können uns das ja nicht aussuchen, wenn wir oder wer diese Haltestellen Zeiten gemacht hat, ne? Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ist es, na klar, wie immer euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und somit haut rein, bleibt ihr geil. Bis zum nächsten Mal, euer Sevetal Let's Player. Ciao, ciao.